Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir haben nur noch 99 Heu, das ist nicht so gut. Der Wetterbericht für morgen sagt, es wird schneien und die Geister sind heute leicht verstört. Okay, und ich bin versehentlich auf einem meiner Werkzeuge eben gerade gewesen. Dann würde ich doch mal sagen, oh Moment, ich will mal kurz was gucken. Wo habe ich denn meinen... Wir müssen ja heute... Der ist nicht hier. Wir müssen ja heute in die... Heute noch Schleime töten. Und ich würde ganz gerne... Da ist er, der Vampirring. Ich würde heute ganz gerne dann, weil wir sowieso ein bisschen in die Richtung müssen, würde ich tatsächlich ganz gerne... So, wir brauchen ein... Ja, mal ein Ei. Und eine Milch und eine Milch. Und das Kätzchen wird gleich gestreichelt und wir brauchen gleich ein wenig Obst. Ja, das ist doch... So, ein bisschen Obst für uns. Und dann können wir gleich mal gucken. Ich würde nämlich gerne... Nein, nein, nein. Ich würde nämlich gerne... Ich würde gerne ausprobieren, ob wir gleich schon mal die Ringe mitnehmen können. Also können wir natürlich, das werden wir machen. Und einfach mal schauen, ob es einen Unterschied macht. Also gerade mal, okay, leider kein Obst. Gerade mal den Vampirring zum Beispiel, den kann ich schon mal anlegen. So. Und dann würde ich mir drüben, glaube ich, nochmal neue Ringe kaufen. Wir müssen aber auch neues Heu kaufen. So, ich wollte noch... Ich wollte gar nicht hierher. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen Müll mitnehmen. Wieso habe ich den jetzt... Ach so, weil das Stöckchen Müll ist, natürlich. So, dann gucken wir da nochmal hier rein. Was von unserem Obst fertig ist. Ah, und ich sehe schon. Leckere Auberginen haben wir fertig. Sehr gut. Und ein paar Peperoni. Yum, yum. Also, ist ja nicht so meins zum Essen, aber wir wissen, dass Shane die total gerne hat. Ist hier... Oh! Oh, das ist sehr schön. Unsere Sternfrüchte sind fertig. Das ist super. Und da unten der Mais ist, glaube ich, auch fertig. Sehr gut. Da oben sind auch mal welche fertig. Unsere Rüben sind noch nicht fertig. Nein. Okay, habe ich denn noch Saat? Oh, nein, habe ich nicht. Okay. Die brauchen 12 Tage. Die würden nicht mal mehr fertig werden in dieser Saison. Dann gehe ich doch mal los und mache vielleicht gleich Saatgut Neues. Ich würde eventuell aus den Auberginen direkt nochmal Neues machen. Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht. Und aus unseren Tomaten vielleicht. Also vielleicht machen wir das einfach mal, dass wir aus Tomaten und Auberginen nochmal zack, 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 bevor wir es wegräumen. Und dann können wir die hier vollends reintun und dann wird das hier rein, das. Hier würde ich ehrlich gesagt gerne alle behalten. Die Kohle gehört hier nicht rein. Den Mais haben wir nur da. Ja, dann würde ich aus den drei und vielleicht noch einmal Auberginen gleich nochmal Saatgut machen. Beim Rest muss ich mal gucken, dann verkaufen wir das mal. Und zwar verkaufen wir das und das und diese Sachen hier, das, 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 das und das und den Mais. Jawohl. Das braucht vermutlich noch einen kleinen Moment. Ist aber nicht schlimm. Dann kann ich in der Zwischenzeit ja mal nach meinen Tierchen gucken. Die wollen ja auch geliebt werden. Allerdings würde ich... Perfekt, da sind sie. 2, 3 und 4. Dann bitte nochmal 1, 2, 3. Und da habe ich falsch berechnet, hier. Dann brauche ich jetzt nochmal 2-mal Aubergine. So, dann kann ich die nachher wieder reintun. Und in der Zwischenzeit würde ich ganz gerne nach... Moment, ich lege mal die Saat hier unten hin. Und das auch. Inzwischen würde ich gerne das und das natürlich mitnehmen. So, ich werde halt bestimmt irgendwann die Zeit anhalten müssen. Einfach weil es... Weil ich so viel zu tun habe und wir so viel machen wollen. Ja, Entschuldigung. Du bist geliebt. So. Wunderbar. Dann fehlt noch diese kleine süße Ziege. Und dann können wir unsere Schäfchen streicheln und hups, scheren. Und streicheln und
Scheren. Sehr gut. Damit sind unsere Schäfchen versorgt. Und ich würde ganz gerne noch, reicht der Platz? Ja, der Platz reicht noch. Für unsere Entchen und Hühnchen. Zack. Ein Ei, zwei, zwei, drei und da oben ist das vierte. Und eins, zwei, drei Enteneier haben wir damit. So. Zack. So und so. Und alle einmal versorgt. Sehr schön. Dann können wir jetzt nochmal hier oben gucken. Perfekt. Der Müll ist weg. Der ist fertig. Dann kann ich jetzt meine Sachen hier weglegen. Das habe ich gerade ganz vergessen. Zack und zack. Und ich glaube, ich würde gerne ausprobieren, ob wir eventuell, das kann ich, Moment. Ich würde gerne ausprobieren, ob es mehr bringt, die Milch hier, also die hier, zu Käse zu verarbeiten oder sie tatsächlich zu, so zu verkaufen. Deswegen würde ich gerne eine so eine Milch verkaufen. Das würde ich ganz gerne, ja, das würde ich ganz gerne machen. Wo sind denn eigentlich die Fackeln drin? Ich hatte doch eine Fackel, genau. Dann kann ich hier unten erstmal rein. Zack und zack. Das alles nicht. Die Eier müsste ich noch weglegen. Wobei ich da auch einfach sagen kann, hier einmal das. Und dann können wir eins der Eier hier wieder reintun. Und dann den Rest weglegen. Du bist gestreichelt. Ja, du bist gestreichelt. So, Ei weg. Eier weg. Sehr schön. Das können wir gleich wieder reintun. Das wird verkauft. 5, 5, 5 und 5. Das ist okay. Ich dachte, wir hätten noch ein Ding mehr. Okay, der Käse ist fertig. Dann kann da jetzt auch neuer gemacht werden. Aber aus der normalen Milch bitte. So. Den verkaufe ich jetzt einmal und da muss ich dran denken, nachzuschauen, wie viel der dann kostet. Uns bringt, meine ich. Wunderbar. Dann machen wir jetzt auch noch die Sachen. Zack, zack, zack und zack. Zack, zack und zack, zack. Dann könnte ich jetzt theoretisch gleich was Neues anpflanzen. Vielleicht einmal so eine 11 Tagen, ach du je. Und wie lange braucht die 5 Tage? Ja gut, mit den 5 Tagen, da können wir gerade so auskommen. Aber die Tomaten werde ich definitiv nicht mehr anpflanzen. Die brauchen viel zu lange, um fertig zu werden. Zack und zack. Der Rest darf weg. So ist gut. Okay. Ich muss gleich unbedingt. Ich muss wirklich gleich die Zeit ein bisschen anhalten. Sonst wird das nichts, fürchte ich. Und ich lege jetzt erstmal hier das Saatgut schnell rein. Weil ich nicht nochmal den Weg nach da hinten laufen will. So. Die einmal testweise verkaufen und die Sachen hier verkaufen. Wunderschön. Dann jetzt einmal mit meinem. Warte mal, haben wir hier noch? Erlege Monster. Nein. Gut, dann mein Pferdchen, komm her. Wir gehen zu nicht Demetrius. Wir gehen zu Rasmodius. Und um. Ja, dann würde ich gerne noch. Ach genau, bei Marnie würde ich auch noch schnell vorbei. Das machen wir auf dem Rückweg. So. Dann reiten wir da schnell bei Marnie vorbei. Da hole ich auf jeden Fall noch ein bisschen Heu. Und dann muss ich mal gucken, was wir uns noch für Ringe leisten können. Jetzt, wo ich mehr tragen kann. Hallo, Rasmodius. Ja, intensives Studium. Und ich soll dich alleine lassen, genau. Weißt du, ich glaube, du wirst deine Meinung ändern, wenn ich dir einfach eins deiner Lieblingsgeschenke gebe, nämlich eine Schattenessenz. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Ich hoffe, das war eins seiner Lieblingsgeschenke. Das klang jetzt nicht ganz so begeistert. Aber egal. Weg ist weg. So, dann schauen wir doch mal. 5 Schleime. Das kann witzig werden. 5 Schleime, ja, das kann. Ja, ich gehe jetzt erstmal bei Marnie vorbei. Wir holen das Stroh. Und ich möchte halt abends auf jeden Fall noch auf dem Markt. Wir haben noch 99, das heißt, ich könnte 101 kaufen. So, Tierbedarf kaufen. Stroh bitte.
gekauft. Sehr gut. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich gerade ausgebe. Oh, 2. Okay, dann kaufen wir 111, weil es so schön ist. Oh, das schwindet das Geld. Also nicht schön. So, ich mache nochmal einen Abstecher über unseren Hof, damit ich das Stroh ins Silo legen kann. Und wir vielleicht einfach noch schnell dieses Ding, hier, die Stechpalme verkaufen können. Dann kann ich aber eigentlich auch nochmal... Oh. Genau, dann kann ich eigentlich auch nochmal... mit dem Herstellen davon würde ich jetzt warten, aber ich würde aus dem hier gerne nochmal Mayonnaise machen. So, trifft sich sehr gut. Nein, da kommt nichts rein. Hier unten war es, wo das, der Kiefernteer reinkommt. Genau. Jetzt habe ich vergessen, das Stroh reinzulegen. Ist egal, das legen wir jetzt da rein. Ich verkaufe schnell die Sachen und wir huschen davon. Zack und zack. So, komm her, mein Pferd. Wir haben noch viel zu erledigen. Ich will noch beim Museum vorbei. Ich möchte beim Schmied vorbei, bei Clint. Da möchte ich einkaufen, da will ich die Schleime holen. Und hier natürlich gucken, ob wir einen neuen Auftrag haben. Brauche Seetang, zahle bei Lieferung. Ja gut, okay. Dann holen wir auch schnell noch Seetang. Ich mache übrigens jetzt schon mal ganz kurz Pause. Damit es nicht zu spät wird. Wenn ich jetzt hier nochmal zurück muss. Jetzt muss ich doch zu Demetrius. Vorher habe ich mich versprochen, dass wir zu Demetrius wollen. Und jetzt muss er tatsächlich hin. Self-fulfilling prophecy. Okay, der Seetang, der war, ich glaube, hier. Jawohl, Seetang. Sehr schön. Dann könnte jetzt auch das Stroh wegtun, aber ist egal. So. Wollen wir doch mal gucken. Wo ist der Gute eigentlich? Der ist bei sich zu Hause. Das ist schön. Wir haben gar nicht mehr so viel Energie. Das heißt, es ist gut, dass wir uns... Es ist ziemlich gut, dass wir uns Dingens geleistet haben. Warte mal, können wir eigentlich hier mal kurz ins... Einmal Müll gefunden. Das ist doch schön. Können wir zu Hause wieder nützliche Dinge verwandeln. So, einmal beim Museum vorbei. Da haben wir definitiv was zum Spenden. So. Hallo Günther. Ich würde gerne eine alte oder antike Saat spenden. Da bin ich mir nicht... Wir kriegen eine Belohnung. Ja, sehr schön. Da macht Spenden gleich doppelt Spaß. Wir kriegen uralte Samenrezept und uralte Samen. Okay, was sind denn uralte Samen? Könnten die immer noch wachsen? Und wir haben ein Rezept dafür. Die macht man auch. Historisches Saatgut. Alles klar. Kann ich das bitte wieder haben? Ich würde das doch noch ganz gerne noch mal anschauen. Okay. Eine Höhlenkartoffel, Karotte. Winterwurzel, meine ich. Also heute, ne? So, ich würde gerne... Nein, nichts kaufen. Ich würde gerne... Entschuldigung, Geoden aufbrechen. 3 Stück. 1. Das ist ein Granit, glaube ich. Jawohl, das ist Kohle. Und das ist... Da-da-da-da! Ich habe keine Ahnung. Nekoid. Ich glaube, Nekoid hatten wir auch schon mal, oder? Ich guck mal schnell, nicht, dass wir das noch niemals hatten. Gunther? Okay, hatten wir schon mal. Gar kein Problem. Dann fahren wir jetzt auf unserem getreuen Ross und reiten. In der Mine lasse ich die Zeit wieder normal weiterlaufen. Aber bis wir eben in der Mine sind, würde ich noch ganz schnell das hier soweit... Okay, ich glaube, das hat er nicht gesehen. Das ist super. Bei Demetrius müssen wir vorbei. Das darf ich auch nicht vergessen. Und das ist einfach jetzt gerade so viel. Da möchte ich gerne... In der Mine lasse ich die Zeit weiterlaufen. Erstmal. Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich sie da wieder anhalten, wenn es brenzlig wird. Da ist er. Hallöchen. Hast du in deinem Haus schon eine Küche? Kochen ist ein wenig wie Laborarbeit. Dann brauchst du bestimmt fürs Kochen den Seetang. Oh, du hast mir gebracht, wobei ich warte. Danke. Ja, gerne. Dankeschön. Wir kriegen... Ja, 60 ist okay für Seetang. Weil man daraus leckere Suppe machen kann.
Okay, und da sehe ich schon wieder was. Mal gucken, was wir Schönes bekommen. Es ist... Ta-da-da-da. Lehm. Okay. Auch für Lehm halte ich an. Dann gucken wir, ob wir vielleicht den guten Linus... Er ist nicht hier. Vielleicht ist er in seinem Zelt. Vielleicht ist er auch bei den heißen... nicht heißen Quellen im Bad oben. So. Und jetzt würde ich einmal noch schnell Ringe kaufen, neue. Ich ahne, dass das teuer wird. Die haben 1000... Wobei, die haben 1000 pro Stück gekostet, oder? Das würde ja noch gehen. Da können wir... Gut, dass wir den haben. Ah, Angriff um 10%. Sind 5000. Okay. Waffengeschwindigkeit, ja. Und jetzt, was kaufen wir noch? Für Zurückstoßen, Waffengenauigkeit, kritische Trefferchance, Schaden der kritischen Treffer. Ah, hier mal den Aquamarinring. Dann rüsten wir das auch direkt mal aus. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt schon einen Unterschied merkt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es hier noch so überhaupt keinen Unterschied macht. So. Dann gehen wir gleich mal in die Mine. Ich denke, Ebene 85 bietet sich an. Ich glaube, da waren wir immer, wenn wir Schleime gesucht haben. So. Ah ja, das ist ja schon der erste. Das ist ja schön. Da haben wir schon den... Oh, das ist der zweite. Sehr gut. Sehr schön, da haben wir schon die ersten zwei Schleime erledigt. Oh, und ich wollte die Zeit wieder weiterlaufen. Da ist der dritte. Und der vierte. Ja, lass mal, lass mal, lass mal. Aua. Autsch. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, vier. Ja, wir haben 4 von 6 Schleim. Und ich würde mal ein bisschen gleich essen. Sicher ist sicher. Denn die sind manchmal auch ein bisschen fies. So. 3 Stück reichen erstmal. Aber ich will nicht plötzlich dastehen und überrascht werden. Haben wir hier denn schon? Wir haben hier noch nichts, wo wir runter könnten. Müssen wir erstmal suchen. Und gefunden. Sehr gut. Okay. War hier schon immer alles? Oh, da sind ja schon unsere nächsten beiden Opfer. Ja. Au. Okay, jetzt hätten wir es theoretisch schon geschafft, oder? Ja. Mit Louis, dann kriegen wir 750 Gold. Ich würde hier gerne aber nochmal ausprobieren. Merken wir einen Unterschied bei den, beim Schaden oder so? Ah, na, 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 na. Okay. Oh. Seit wann gibt es denn hier auch solche Riesenschleime? Seit wann gibt es denn hier auch Riesenschleime? Okay, wir kriegen... Oh je. Oh, die... Oh, 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 oh. Noch so eine Fledermaus. Okay. Ich würde die halt gerne mal hier, weiß nicht, wegmachen. Wir waren schon so lange nicht mehr hier unten. Autsch. Oh, oh. Oh, oh. Der Nachtmarkt ist geöffnet. Okay. Wir gehen gleich hin. Wir können ja pausieren zur Not. Ich werde auf jeden Fall noch zum Nachtmarkt gehen, weil ich auf jeden Fall mir diesen letzten Lupini kaufen möchte. Das geht vom Preis her. Und sonst müssen wir ja immer ein Jahr warten, bis der wieder ist. So. Ich würde aber auch gerne hier noch die... Ich weiß nicht, irgendwie... Ich möchte die Schleime gerne töten. Ja, komm ein bisschen in meine Richtung. Das ist ganz gut. Okay. Oh, oh. Okay. Also die ziehen unglaublich viel ab. So, haben wir es jetzt? Ansonsten gehe ich einfach trotzdem... Oh, da ist noch einer. Ja, komm, den einen kriegen wir jetzt auch noch.
Den einen kriegen wir jetzt auch mal platt. Okay. Ich will noch eins tiefer gehen. Komm, hier für den Kristall. Ich wünsche, das wäre so eine wiederholbare Quest, dass wir immer, wenn wir 6 Schleime töten, einfach... Ja, wir verlassen natürlich die Mine. Uns geht's nicht so gut, aber das ist nicht schlimm. Wir reiten jetzt Richtung Nachtmarkt. Und dann wird es uns wieder super gut gehen, weil wir da wieder schöne Sachen sehen. Und außerdem hätte ich ja notfalls Essen dabei, dass wir uns heilen. Kann ich eventuell hier entlang? Einfach nur aus Neugier? Ich muss ja sowieso runter. Okay. Eine Stechpalme, sehr schön. Ich müsste auch, glaube ich, noch genug Platz haben, damit wir... Oh, jetzt bin ich ja wieder zu Hause auf dem Hof. Ja gut, wir gehen trotzdem noch zum Nachtmarkt, so ist nicht... Wir gehen da. Wie viel Platz habe ich noch? Ja, nicht mehr ganz so viel, ne? Okay, pass mal auf. Wir legen weg. Gar nichts von hier. Aha. Okay, ich verkaufe aber direkt mal. Wobei, nein, nein. Ich reite jetzt einfach zum Nachtmarkt. So. Das geht schon. Und dann amüsieren wir uns da. Und falls es eben so spät wird. Ich weiß gar nicht, ob wir heute angeln sollen. Wobei doch, wir haben einmal den Blobfisch nicht gefangen am ersten Tag. Das heißt, ich würde eigentlich schon ganz gerne angeln. Wäre eigentlich ganz toll. Irgendwie verreite ich mich gerade. Aber sowas von. So. Lassen wir unser Pferdchen hier stehen und gehen auf den Nachtmarkt. Der hat jetzt zwar schon ein Weilchen angefangen, aber das ist ja nicht schlimm. Und heute müssen nochmal andere Leute da sein. Hi Alex. Hast du die Meerjungfrau-Show gesehen? Die gefällt mir am besten. Das kann ich mir sogar denken. Aber ja, die ist auch echt schön. Es muss wirklich spannend sein, auf diese Art die Welt zu bereisen. Ja, das ist bestimmt total toll. Hi. Falls sonst nichts funktioniert, werde ich einfach U-Boot-Kapitän. Das wäre cool. Oh, die beiden sind auch da. Ich bin nur wegen des Gratis-Cafés hier. Das ist eine der neuen Traditionen in Pelikan. Wir haben uns zu schnell daran gewöhnt. Findest du nicht, George? Gratis Kaffee ist gut. Das ist ein gutes Stichwort. Dankeschön. Yay! Gratis Kaffee. Dankeschön. Und hier können wir natürlich... Tada! Was kriegen wir denn Schönes? Golderz. Ja, das nimmt man auch gerne mit. Und was verkaufst du heute? Du verkaufst dasselbe wie sonst auch. Da haben wir zum Glück schon ausführlich geshoppt. Der will uns nach Hause bringen. Das ist Elliot. Hi! Eine Flotte exotischer Verkäufer, die die Welt bereisen, um unvergleichliche Schätze zu finden. Was für ein Abenteuer. Ei. Was hast du denn heute? Bruschetta, den haben wir noch nie gehabt, aber das ist mir zu teuer, um ehrlich zu sein. Schattenmayonnaise, neolithischer Tisch und eine Kaffeebohne. Ich würde gern die Kaffeebohne kaufen, aber die kann ich mir heute, glaube ich, einfach nicht leisten. Ja. Aber den Lupini, der muss auf jeden Fall sein. Jetzt haben wir 3 Lupinis. 3 Bäume, 3 Lupinis. Und was verkaufst du heute? Oh, die Steineule ist ja cool. Ich werde mir eine Steineule kaufen. So, Steineule für mich. Verkaufen kann ich hier leider gar nichts. Das ist sehr schade. Sollen wir jetzt nochmal die Meerjungfrauen-Show ansehen? Das wäre doch eigentlich ganz nett. Zum dritten Mal. Einfach nur, weil wir es können und weil wir sie ein Jahr lang nicht mehr sehen werden. So, dann gehen wir mal hier hin und genießen die Show nochmal. Oh. Ich finde die super. Ich würde mir die auch öfter angucken. Ich bin schlimm, ich weiß. Aber ich mag die wirklich. Ich wünschte, wir könnten öfter mehr Jungfrauen sehen. Das hätte irgendwie was. Das würde mir echt gefallen. Warum eigentlich nicht mehr Meerjungfrauen in Stardew? Da schwimmen die Kleinen an der Großen vorbei.
Das große Finale gefällt mir ehrlich gesagt am besten. Jetzt, wenn gleich die Meerjungfrauen links und rechts erscheinen und es dann glitzert. Ja, ich bin sehr leicht zu durchschauen, ich weiß. Glitzer! Tada! Ah, sehr, sehr schön. Dankeschön! Und das Küsschen am Schluss, das ist so süß. Okay, dann gehen wir jetzt wieder. Wir könnten ein klitzekleines bisschen angeln. Allerdings, ich glaube, das lohnt sich nicht vom Ding her, oder? Kosten nutzen, wobei wir könnten uns einmal nach Hause porten lassen. Und dann wieder zurückreiten. Komm, ich habe mich noch nie geportet, glaube ich. Zack, einmal nach Hause. Und da sind wir. Und dann würde ich mich gerne... Ich halte jetzt nochmal ganz kurz die Zeit an, denn ich möchte nochmal angeln gehen. Das kommt hier rein und die Kohle, der Lehm nicht, der kommt woanders hin, das Golderz. Der Kaffee, ich weiß gar nicht, wo ich den Kaffee hingetan habe. Das kann ich jetzt eigentlich auch wegräumen. Wo habe ich denn die Kaffeebohnen hingetan? Ich weiß es nicht mehr. Die uralten Samen, achso, ja, die habe ich ja als Belohnung bekommen, richtig. Das könnte ich, das kommt hier rein. Ich muss gerade ernsthaft überlegen, was wo reinkommt. Das kommt hier rein. Die Sachen werden verkauft. Der Kaffee natürlich nicht. Der kommt in den Kühlschrank. So, dann käme hier die Brille rein. Und der Lehm. Und außerdem das Zeugs hier. Und der Müll. Wobei ich ehrlich gesagt, die beiden kann ich auch in den Aufbereiter gleich legen. Das kommt hier auch rein. Das wird verkauft. Das würde ich innen rein tun irgendwo. Dann recyceln wir das Zeug hier doch einfach gleich. Zack und zack. Ich will auf jeden Fall nochmal angeln, einfach nur, weil, wenn ich das einmal erklären dürfte, ich will gucken, ob es noch andere Fische gibt. Wir haben in der ersten Nacht haben wir nur den nächtlichen, mitternächtlichen Tintenfisch und den Gruselfisch gefangen. In der zweiten hatten wir dann den Blobfisch. Und ich würde einfach liebend gerne wissen, ob es auch, warte mal, ich tue sie einfach hier mit rein. Und ich würde einfach total gerne wissen... So, Käse, Käse, Mayonnaise und die Stechpalme darf hier rein. Und ich würde einfach total gerne wissen, ob es vielleicht auch irgendwie... Ich weiß gar nicht, der Nachtmarkt ist jetzt ja hoffentlich noch. Ich würde einfach total gerne, wirklich, wirklich total gerne wissen, ob wir jetzt noch die Möglichkeit haben, den hänge ich nachher auf, noch einen dritten Fisch zu fangen, ob es das gibt. Und ich bin am Überlegen, ob wir uns vielleicht doch noch die Kaffeebohne, die dritte, kaufen. Denn ich weiß ernstlich nicht, wir müssen 5 Kaffeebohnen haben. Komm, Pferdchen. Wir könnten auch ein Teleport-Totem zum Strand benutzen, aber ist jetzt egal. Ich habe so wie... Oh, ich habe kaum noch Energie. Moment. Ach nee, warte, Energie ist ja das Grüne. Vergesst es, ist nur meine Gesundheit. Okay, dann schauen wir doch mal. Hoffentlich ist der jetzt nochmal. So... Da komme ich nicht ganz durch, glaube ich. Aber wobei, doch, das geht. So. Hoffentlich ist der Nacht... Ja, der müsste aber eigentlich noch sein, oder? Ja, der ist noch perfekt. Gut. Dann geben wir die 1000 Gold nochmal aus und verkaufen Fische. Und notfalls... So. Einmal bis unsere Köder weg sind, würde ich sagen. Da haben wir ja den hier noch. So, bitte einmal in die Tiefe. Können wir das nochmal beobachten? Und dann würde ich sagen, angle ich nochmal, bis unsere Köder weg sind. Also diese Bleiköder. Und dann gehen wir einfach nach Hause. Ich glaube, das ist ganz okay. Und nächstes Mal gibt es dann das neue Gebiet, hoffentlich. Ich muss aber auch noch ganz dringend auf unserem Hof aufräumen. Das ist immer das Problem, dass ich das wirklich noch machen muss. Damit wir im Frühling ordentlich hübsch anpflanzen können. Ich würde ja gerne vorher schon mal Wege anlegen. Ach ja, der Seetang. Ist doch wunderschön, wenn man den bekommt. Haben wir jetzt eigentlich bei Louis schon das Ding abgegeben? Nee, oder? Okay, das ist ein Fisch. Das ist... Ah. Oh, Mist. Wenn ich mal ganz kurz gucken. Nein, wir haben noch nicht mit Louis geredet. Das hätte ein Blobfisch gewesen sein können. Oder ein Tintenfisch oder was ganz anderes. Wie gesagt, ich will eigentlich nur wissen, ob wir in der dritten Nacht vielleicht was anderes fangen können. Das könnte ja durchaus sein. So. Ein mitternächtlicher Tintenfisch. Keine neue Bestleistung.
aber der Seetang. Eindeutig eine neue Bestleistung, was Seetang angeht. Ich würde gerne wieder wenigstens so 10 Fische fangen. Und da auch richtig. Und dadurch, dass wir jetzt ja auch... Moment, ich will mal schnell die... So. Na klar, jetzt machst du uns das Leben schwer, wo ich mir die Kiste geholt habe, ne? Auch wieder ein Tintenfisch. Oh, wow. Die Kiste hat sich echt mal gelohnt. Moment, ich tue das mal so rein. Na gut, dann nicht. Die hat sich echt gelohnt. Allein schon wegen dem Diamanten. Ich bereue nichts. Ich weiß nicht, wie viel der Diamant bringt, wenn wir ihn verkaufen. Aber das macht ja nichts. Und wir kriegen jetzt ja mehr, wenn wir unsere Fische verkaufen. Wir haben, glaube ich, letztes Mal haben wir diese neue Profession lernen können. Weil wir Fischen gelevelt hatten. Nachtmarkt sei Dank. Hey, ey. Nein. Ach, Mist. Letztes Mal hatten wir das irgendwie ja doch leveln dürfen. Und da habe ich ja Pirat... Nee, nicht Pirat, sondern ich habe Angler oder sowas gewählt. Fischer? Angler? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo müsste es stehen. Ah, lass das doch mal. Bleib im grünen Bereich, mein Junge. Okay. Ja, Nautilus-Fossil, das müssten wir auch schon mal haben. Ich will mal ganz kurz gucken. Haben wir hier irgendwo eine Übersicht, was wir sind vom Beruf her? Viehzüchter Stufe 23. Ja, das ist jetzt... Ah, hier, Fähigkeit. Oh, unsere Fähigkeiten, sehr schön. Im Kampf bei 8, Minenarbeit bei 8, sonst voll. Zwergischer Übersetzungsleitfaden, rostiger Schlüssel, Clubkarte. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schädelschlüssel, Lupe. Haben wir hier noch mehr Infos über uns? Nee, oder? Ackerbau... Ah, doch, hier steht's. Geologe. Da müsste es hier stehen. Fischer... Fische sind 25% Mehrwert und hier sind 50% Mehrwert. Das ist doch super. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr... Ah, okay. Taucht Edelsteine in Paaren auf. Ich müsste Minenarbeit ganz dringend mal leveln. Pflanzen wachsen 10% schneller und sind 10% Mehrwert. Das ist super. Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers um 50%... Wow. Okay. Ich bin ganz glücklich. Wir müssen unbedingt Minenarbeit leveln und Kampf. Das heißt, ich muss mich ein bisschen mehr mit Gegnern anlegen. Ja, heute kriege ich ja auch keine anderen Fische mehr, ne? Aber ich möchte mindestens 10 Stück haben und ich hätte schon ganz gern noch einen anderen. So ein Gruselfisch wäre ganz gut. Mal jetzt. Ja, 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 komm, ich will dich haben. Ich will dich haben. Ich will dich haben. Jetzt lass dich halt fangen, bitte. Hallo. Nein, 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 nicht wieder abhauen. Nicht wieder abhauen. Komm schon, lass dich fangen. Oh, der war jetzt aber nervig. Ein Blobfisch wieder. Yay. Und ich lasse jetzt einfach mal die Zeit normal weiterlaufen. Wir haben ja bis 2 Uhr Zeit. Wenn wir merken, dass es 1.30 Uhr wird, können wir immer noch kurz auf Pause drücken. 5 Fische haben wir jetzt, aber ich hätte gerne... Oh Gott, das ist schon... Oh, die sind immer so... Ach Gott. Bei denen weiß ich nicht, ob das dann auch ein Blobfisch wäre, nochmal ein neuer... Oder wir einfach nur Pech haben. Na? Also hier hatten wir einfach nur Pech. Oh Mann. Aber dadurch, dass die Fische mehr wert sind, könnte es tatsächlich sein, dass sich das hier rechnet. Wenn wir jetzt einfach so ein paar von diesen... Okay. Okay, ja, ja, ja. Lass dich fangen. Da ist der Gruselfisch und hier kann ich jetzt... Okay. Beweg dich doch nicht so viel. Lass dich fangen, Fisch. Es schwimmt wieder so ein bisschen wie ein Blobfisch. Yay, es ist ein Blobfisch. Oh, wir haben 9. 28. Sehr schön. Oh, mein Angelgerät ist kaputt.
Das heißt, wenn es jetzt wieder runterfällt, dann luft es, dann hüpft es wieder so komisch. Okay, aber das scheint hier jetzt nicht ganz so viel auszumachen. Gruselfisch, sehr schön. Dann würde ich jetzt aber gerne hier nochmal den da rein tun. Sehr schön. Jetzt hüpft es wieder nicht, wenn es runtergeht. Haben wir aber eben gar nicht gebraucht. So. Ein Tintenfisch. Ah, oh, schade, das Geblubber ist weg. Aber unser Köder hält vermutlich noch eine ganze Weile. Aber das ist gut. Wir müssen irgendwie wieder zu Geld kommen. Ich würde auch dann zu Hause die silbernen Tintenfische, wenn ich ehrlich bin, gerne verkaufen. Einfach, weil ich hoffe, dass die ordentlich was wert sind. Oh, eine super Seegurke. Sehr schön. Moment, dann laufen wir mal hier hin. Das müsste... Ja, das geht. Toll. So. Oh nein, schon wieder so ein agiler Fisch. Komm schon, lass dich fangen, bitte, bitte. Lass dich fangen, mein Fisch. Nein, nein, nein. Nein, 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 lass das. Oh Gott, alles, was wir hier gerade reinholen, ist sofort wieder weg, wenn er nicht mehr im grünen Bereich ist. Vielleicht hätte ich so eine Forellensuppe mitnehmen sollen, die wir kaufen konnten bei Willy. Damit wird unser Ding größer, unser Bereich, mit dem wir angeln. Oh nein, komm schon. Jetzt lass dich bitte, bitte fangen. Aber wenn das jetzt kein Blobfisch ist oder was anderes Tolles. Yay, Blobfisch. Das ist zu weit, glaube ich. Nee, geht noch. Oh je, schon wieder so einer, oder? Ja, der ist sehr agil, aber... Und ich will noch einmal kurz die Schatzkiste. So. Schatzkiste ist wichtig. Haben wir bei der ersten gemerkt, da war gleich was Tolles drin. Blobfisch. Ja, sehr schön. Na gut, da ist jetzt nicht unbedingt was Tolles drin. Ich bin ein bisschen daneben, neben dem Geblubber. Jetzt bin ich direkt im Geblubber. Ich halte mal die Zeit. Ah, ich kann gerade, glaube ich, die Zeit nicht anhalten. Mal gerade gucken. Das Schlimme ist, dass halt beim Angeln, sie läuft weiter. Das heißt, wenn wir jetzt hier solche Fische kämpfen, dann haben wir ja trotzdem... Na, wirst du wohl da drin bleiben. Kleines Mistvieh. Ach, komm schon. Ach nee, warte, die hält an, während wir kämpfen. Okay. Nur während wir warten, dass einer beißt, läuft sie weiter. Jetzt bleib halt mal im grünen Bereich. Komm schon. Ah. Diese Blobfische, ne? Okay. Okay, wir haben die Zeit angehalten. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne 10 Fische und ich würde ganz gerne... Aber ich habe das Gefühl, heute fangen wir mehr Blobfische als zum Beispiel gestern. Ich habe das Gefühl, die werden immer besser. Also, nicht wir werden besser, sondern was wir fangen wird besser. Am ersten Tag haben wir primär Gruselfische gefangen. Am zweiten waren es ganz viele mitternächtliche Tintenfische und ganz wenig Blobfische. Und jetzt inzwischen fangen wir halt auch silberne und vor allem silberne Blobfische. Also ich habe schon das Gefühl, es steigert sich jede Nacht irgendwie, dass der Loot qualitativ und quantitativ von guten her besser wird. Es wird nicht nur allgemein die Qualität besser, sondern auch die Anzahl von der Qualität der guten Fische steigt. Das kann aber auch ein totaler Trugschluss sein und der Gruselfisch ist nachher mehr wert als der Tintenfisch. Auch denkbar. So. Irgendwann geht halt auch unsere Energie flöten. Aber noch geht das alles. Ich glaube, ich bin inzwischen längst über den 10 Fischen, die ich haben wollte, oder?
Aber ich habe ja auch gesagt, ich würde gerne unsere Angelgeräte verangeln. Das heißt, wir haben noch ein bisschen über... Ja, komm, das geht. Ich weiß, die Folge ist gerade viel zu lang. Also, weil ich auch so viel Zeit mit Angeln verbringe. Aber ich genieße das gerade sehr. Und ihr müsst bedenken, wir können jetzt dann ein Jahr lang nicht mehr auf den Nachtmarkt. Da ist dann jetzt Schicht im Schacht. Und wir kriegen ganz viel Seetang für leckere Seetangsüppchen. Das ist ein bisschen verarscht, fühle ich mich gerade schon. Mein Angelgerät ist kaputt. Na gut, dann wird das der letzte Fisch, den wir jetzt versuchen zu fangen. Tonum wohl auch versuchen, wie es aussieht. Oh, ich will den aber noch. Komm, ich will dich noch. Fischchen, ich möchte dich gerne noch. Okay. Zum Abschluss nochmal so ein richtig... Das hört nicht mehr auf zu blubbern. Ich kann nicht widerstehen. Okay, nein, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf. Der kommt uns vermutlich sowieso und dann ist dann's Schluss. Dann ist tatsächlich Schluss mit den Fischen hier und dann ist gut. Man muss es ja auch nicht übertreiben und ich übertreibe sowieso gerade schon die ganze Zeit. Ha! Ja, der ist uns entkommen. Na komm, dann gehen wir jetzt wieder hoch. Nein, das wollte ich gar nicht. So, bitte wieder nach oben. Ja, ich möchte bitte wieder nach oben. Time feels as usual now. Das heißt, sie vergeht wieder ganz normal. Wobei ich zu Hause auf dem Hof tatsächlich gerne noch ein paar Sachen vielleicht verkaufen würde. Und das, ich will gucken, ich würde gerne vor 1 Uhr nachts ins Bett. Das heißt, um 40 würde ich nochmal anhalten. Also, vielen Dank, lieber Herr Kapitän. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Alle anderen sind schon längst zu Hause. Nur ich bin noch hier. Warte mal, hier Pferdchen. Dankeschön. Oh, warte mal. Pferdchen ging ja nicht. So, hier geht Pferdchen. Ja, ich mach mal diesen hier, ne? Wir müssen nicht erst... Ich will nicht riskieren, dass wir ohnmächtig werden, ausgeraubt werden und uns dann Sachen fehlen. Das wäre so schade. Das wäre so unglaublich schade. So, aber wenn hier sowieso keiner mehr unterwegs ist, können wir auch... eine durchweichte Zeitung noch mitnehmen. Ich habe das Stroh noch gar nicht bei Marnie abgeliefert. Noch gar nicht in unserem Silo abgeliefert, oder? Ja, ich glaube, das habe ich vergessen. Okay. Also ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt so auf die Zeit angehalten habe, aber ja, das mussten wir mal nutzen beim Nachtmarkt, ne? Das hat man ja nicht aller Tage. So. Gucken wir doch mal einfach hier direkt rein. Zack, 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 zack. Das kommt hier mal mit. Das Nautilus-Artefakt hatte ich, glaube ich, schon mal. Dann würde ich jetzt gerne... Ich lege nochmal schnell so ein paar Sachen weg. Ich kann hier nochmal ein Ei mitnehmen. Denn die Mayonnaise ist garantiert fertig. Jawohl, dies. Nee, die ist noch gar nicht fertig. Okay. Das könnte daran liegen, dass ich die Zeit angehalten habe vielleicht. Ich weiß es aber nicht. Unser Leuchtering, damit es nicht immer so dunkel ist. Dann tun wir hier das Saatgut wieder rein. Das ist gut. So. Und ich würde eben gerne das Stroh in unser Silo packen. 111 Heuballen hinzugefügt. Das finde ich super. Was ist da? Ein bisschen Lehm. Wir würden das niemals schaffen, die ganzen Sachen hier wegzutun, wenn wir die Zeit nicht anhalten könnten. Und das wäre so furchtbar schade. Das möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. So. Zeitung, wobei wir könnten die beiden eigentlich auch gleich weiterverarbeiten lassen. Einfach, weil wir es können. Dann ist es morgen erledigt und wir können es direkt einsammeln. Der Lehm kommt hier rein. Zack. Der Seetang nicht, aber ne, das auch nicht. Unten kommt der Seetang rein, der Diamant und... Nee, der nicht, aber der Diamant kommt da rein. Die Kohle hier, das ist auch da. Das können wir hier reintun. Die Nautilus, die uralten Samen, ich weiß gar nicht, die hätte ich eigentlich in unser Silo legen müssen. So, dann würde ich dich einmal hier reintun. Das Nautilus-Ding kommt da weg. Und jetzt möchte ich noch gerne die Fische verkaufen, die
die wir doppelt und dreifach haben. Ich würde gerne die Superseegurke verkaufen, die Blobfische, die silbernen, auch wenn wir davon... Diese kuriose Kreatur lässt sich über den Meeresboden treiben und frisst alles essbar in ihrem Weg. Die riesigen Augen können die schwachen Silhouetten seiner Beute ausmachen und ein seltsamer und mysteriöser Bewohner der Zwielichttiefen des Ozeans. Da würde ich mal sagen, wir verkaufen eben jeweils die silbernen Versionen davon. Das ist okay. Und dann schauen wir mal, wie viel uns das einbringt. Perks sei Dank. Zack, zack, zack und zack. Bisschen tut's mir um meine Fische leid. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, die Nautilusmuschel haben wir schon mal abgegeben. Deswegen lege ich die jetzt direkt hier rein. Und dann gehen wir jetzt schlafen. Zack. Dann bedanke ich mich auch schon mal dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Zack, ja, wir gehen ins Bett. Und wir müssen noch gucken, was mehr einbringt. Bei der Hofarbeit war das. Oh ja, wir haben einiges verdient. Das ist schön. Wie viel bringt das denn? Boah, das geht. 4000, die bringen also knapp 1000. Die bringen 400 etwa. Ja. Die sind... Oh, okay. Die sind tatsächlich viel mehr wert als die hier. Sehr viel mehr. Die Superseegurke ist auch nicht so super wertvoll. Dann haben wir Hofarbeit. Was bringt also mehr? Eine große Milch bringt 380 und ein... nein. Und ein Käse bringt 300. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich mehr, wenn wir die große Milch verkaufen, wie sie ist, und keinen Käse draus machen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Dann machen wir daraus jetzt tatsächlich keinen Käse mehr. Gut, dann bedanke ich mich also dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Tut mir leid, dass ich die Zeit so lange angehalten habe, aber ich wollte den Tag wirklich noch auskosten mit dem Nachtmarkt und dem Angeln da unten. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Stardew Valley. Bis dahin! Bye-bye.